Natalia Fredina aus der Wolgastadt Samara lebt seit 8 Jahren in der Schweiz. Sie ist die einzige Frau, die aktuell bei der FIA GT3 Europameisterschaft mitfährt. Es ist kein Zufall, dass sie eine der ganz wenigen Frauen im Motorsport wurde. Mein Vater wollte einen Jungen, aber dann wurde ich geboren und wollte seinen Traum erfüllen. So startete ich meine Motorsportkarriere, hauptsächlich wegen ihm. Aber nun habe ich mich an sie gewöhnt und genieße es. Momentan fährt Natalia einen Aston Martin. Sie liebt jede Minute auf der Rennstrecke und hat gelernt, Vorurteile über weibliche Fahrer zu ignorieren. Am Anfang erntete ich einige komische Blicke, wenn Leute sagten, das ist gut oder was machst du hier? Ich höre immer noch Witze über Blondinen am Steuer, aber sie haben gelernt, mich ernst zu nehmen. Natalia lernt die Fahrkunst von einem der besten russischen Rennfahrern, Alexei Vassiljev. Der 40-Jährige fährt bereits seit einem Vierteljahrhundert. Der Motorsport ist nicht billig. Die russischen Teams erhalten Unterstützung von den heimischen Ölfirmen. Dennoch ist die Sache für die Fahrer kein Geschäft. Aber auch Talent spielt eine Rolle und Natalia und Alexei bilden eines der talentiertesten Paare in ihrer Meisterschaft.